Alter, was geht ab, Leute, Junge? Es ist der Tag nach dem Event. Hab heute echt gechillt. Noch nicht viel gemacht. Vorhin den Raid mitgenommen, zufällig, auf dem Heimweg. War mit zwei Kollegen unterwegs. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählen will, ob euch das interessiert. Wir haben so ein Experiment gemacht, das war echt cool. Nennt sich Exit the Room oder so. Wäre eigentlich voll was für die Jungs gewesen damals. Lifestyle-Channel, was wir geplant hatten, aber ihr wisst, die sind gestorben. War auf jeden Fall echt lustig. Und danach haben wir halt noch ein Arctos Raid mitgenommen. Ist geflohen. 10.000 Punkte hat es gegeben, aber ist direkt geflohen. Ansonsten bisher nicht viel gemacht. Bin nach Hause gegangen, hab mich schlafen gelegt erstmal, Energie tanken. Und jetzt, Moment. Und jetzt nochmal ein Raid am Abend, damit mein Pass nicht verfällt. Ein paar Jungs aus der Gruppe aus dem Norden kommen, also die Gruppe ist echt riesig geworden. Und das Interessante ist, ich habe jetzt die Woche nicht drauf geachtet, aber es ist ein Kevin, ein roter Kevin, in die Gruppe gekommen. Ich habe heute schon einen kleinen Insider-Job gemacht und der kommt jetzt auch. Und Dennis, ein blauer Kollege, der hat auch zu kämpfen gehabt mit Kevin. Da schauen wir mal, ob das der Kevin ist, den wir meinen. Er meinte, er hat einen anderen Screen-Name angegeben, In-Game-Namen, aber mal schauen, ob er es ist. Die Leute sammeln sich. Machen wir gleich noch den Arctos-Raid. Also ich glaube, das ist ein Arctos-Raid. Und dann gehen wir noch über ein paar Sachen, wie man sich so nach dem Event verhalten soll. Weil da habe ich noch einen wichtigen Tipp. Und dann am Abend mache ich vielleicht eine kleine Scanner-Tour mit den Jungs. Der Kollege Felix hat gerufen, der Scanner-Verrückte. Das nutzen wir vielleicht auch noch aus. Schauen wir mal. Ich hab nicht aufgepasst. Ein TM habe ich nur gesehen. 10.000 Punkte übrigens. Nicht schlecht. Und wow, 8 Bälle mal, nicht nur 6. Wie viel ist 100? Oh, schlechten Bälle, da bleibt er immer drin. Exzellent, direkt erster Ball, erstes Wackeln draußen. Zweites Abschluss. Nice. So, mit dem Kleinen. So, ist
der nächste Morgen. Wir sind doch nicht auf Scanner-Tour gegangen. Ich bin direkt eingeschlafen. Geflüchtet. Ich bin direkt eingeschlafen, ich war zu müde. Die letzten paar Tage waren doch echt zu anstrengend. Echt zu viel gezockt. Viele haben sich gewundert oder wundern sich, wie ich so viel EP machen kann oder konnte. Da gibt es natürlich mehrere Sachen. Nummer eins, ich habe natürlich sehr viel gespielt. Ihr seht natürlich nur so 10, 15 Minuten Videos, aber ich habe da 6, 8, 10 Stunden gespielt, kommt auf den Tag an. Das ist das Erste. Zweitens, ich hatte natürlich sehr viele Reserven. Ich habe seit dem letzten Doppel-EP-Event, das war Ostern, wo ich Level 40 geworden bin, seitdem habe ich kaum entwickelt, beim letzten, bei diesem, das war glaube ich Feuereis. Da habe ich ein bisschen entwickelt, aber ansonsten seit den letzten 3 Monaten nicht entwickelt. Sprich, ich hatte 6000 Topsy-Bonbons, 4000 Radfratz, 5000 Visenior, 2000 Habitag, 3000 Weberag und so weiter und so fort. Und dadurch konnte ich halt jetzt beim Doppel-EP-Event, Glück sei an, die ganze Zeit entwickeln, was ich gefangen habe. Das war der zweite Punkt, wie ich so viel EP machen konnte. Der dritte ist, ich habe halt das Go Plus. Habe ich gerade nicht dabei. Und mit dem kannst du, also du setzt dich hin, zum Beispiel an dem Bordeaux-Platz mit 4 Modulen, 4 Stops. Dann entwickelst du und während du entwickelst, kannst du mit dem Go Plus fangen und drehen. Das gibt nochmal extra Punkte. Weil das ist eigentlich so, wie als würdest du normal am BP farmen. Und zusätzlich kannst du entwickeln. Sprich, du sparst dir halt ein Glücksal theoretisch. Und Zeit auch noch. Also das sind so die 3 Faktoren, wie ich so viel EP machen konnte. Und Nummer 4, ich bin halt ein krasser Suchti. Das ist natürlich das Wichtigste, sonst schafft ihr das nicht. Aber ich würde sagen, das ist auch nicht ganz allein meine Schuld. Ich habe gute Freunde, die meine Sucht unterstützen, anstatt mich davon abzuhalten. Anstatt zu sagen, hey Hogan, chill mal, mach mal eine Pause. Unterstützen die mich, ihr habt es gesehen, ich war zu Hause, 12 Uhr, 12.30 Uhr oder so. Und da werde ich gerufen, abgeholt sogar, Klickertour bis das Event zu Ende ist. Also ich werde da in meiner Sucht unterstützt. Auf jeden Fall, ist jetzt der zweite Tag nach dem Event. Ich habe mich ausgeruht gestern, nur den einen Actus-Rate gemacht. Ne, 2 habe ich gemacht, den einen habt ihr nicht gesehen. Und wir gehen jetzt nicht Arenen füttern, weil die das jetzt eingeführt haben oder gefixt haben, dass man Arenen von zu Hause füttern kann. Sprich, die Arena, gerade wo wir vorbeigegangen sind, habe ich nicht gefüttert. Ich stelle mich noch hier rein, dann gehen wir nach Hause und dann zeige ich euch, wie ich von zu Hause diese 2 Arenen fütter. Und? Oh, sieht man das von hier? Ich glaube schon. Ein neuer Pokestop wurde eingeführt bei mir. Das heißt, bei mir ist relativ weit weg. Hier gibt es eh nicht so viel. Nee, das ist er nicht. Doch, das ist er, aber das falsche Bild lädt nur. So, ein neuer Pokestop. Sprich, überall sind neue Pokestops eingeführt. Hab schon von ein paar Kollegen gehört. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr auch neue Pokestops habt. So, setzen wir uns mal rein. Hinsehe, beste. Fast auf Gold, die Arena. Bisschen füttern und die bis auf Gold kommen. So. So. Es gibt ein paar Neuigkeiten, also eine Neuigkeit. Die passt aber perfekt zusammen zu dem, was ich noch machen wollte. Und zwar wollte ich ja Arenen von zu Hause füttern. Im Moment, da muss man auch Pokémon gehen. Und anscheinend ist es jetzt so, dass alle Pokémon schnell WP verlieren. Also schnell Motivation verlieren. Das neue Update kam raus, habe ich gehört, habe ich noch nicht abgecheckt. Und jetzt ist es halt so, dass, Moment, alle Pokémon schnell Motivation verlieren. Kann man wahrscheinlich zum Beispiel hier sehen. Fast alle auf 0. Warte, schauen wir uns noch einen an. Schauen wir uns die an. Auch fast alle auf 0. Und das, da war zum Beispiel Bisaflor drin, der geht sicher nicht auf über 3000. Auch hier hinten, schauen wir mal, wie schnell mein Pinsir Motivation verloren hat. Der hat auch schon ein gutes Stück verloren. Aber es geht. Irgendjemand hat die gerade gefüttert.
anscheinend verlieren jetzt alle schnell Motivation, nicht nur die über 3000. Aber macht, glaube ich, Sinn, vor allem jetzt, wo man von zu Hause füttern kann, wo man jetzt fast ununterbrochen füttern kann. Füttern wir erstmal mein mächtiges Pinsel hier. Von zu Hause. Aber um die 5000, die man früher bekommen hat, falls man 10 Arenen hatte, zu bekommen an Staub, muss man echt so viel füttern, über 100. Nicht nur über 100, über 200, 250 Münzen. 250 Bären muss man verfüttern, um dieselbe Anzahl Sternstaub zu bekommen wie damals mit 10 Arenen. Was ja krass ist, weil so viele Bären hast du gar nicht. Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Bären füttern und meinen Sternstaub damit füllen, aber ich glaube, einfach Pokémon fangen ist da viel leichter und schneller und effizienter. So, das war's. Das Ende drehe ich jetzt nochmal, weil das andere war zu lang. Da habe ich nur noch gefüttert. Ruht euch aus nach dem Event. Das Event war echt krass. Und schreibt unten in die Kommentare, falls ihr neue Pokestops habt und wie ihr das findet jetzt, dass alle Pokémon schnell Motivation verlieren und dass man die jetzt von zu Hause füttern kann. Ich weiß echt nicht, also vielleicht reden wir nochmal in einem neuen Video darüber. Ansonsten kann ich euch echt empfehlen, so ein Exit the Room zu testen, zu spielen, was auch immer. Und Tobi, frag mal Oksana, ob die Blonde da einen Freund hat. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Und es kamen gerade krasse Neuigkeiten rein über Prag. Oder allgemein über die Safari Zone Events. Darüber kommt gleich noch ein Notfall-SOS-Video. Aber ansonsten war's das. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.